So, willkommen. Da sind wir. Achso, ich bin noch gar nicht im Game. Ah. Ups. Oh, jetzt aber. Willkommen, willkommen. Mein erstes Magic the Gathering YouTube-Video. Also Gameplay-Video in Magic Arena. Weil es die einfachste Art ist, Magic zu spielen im Moment. Und die kostenlose Variante. Und ich habe hier zwei Leg-Los-Spielsteine nutze, um den Leg-Los-Event beizutreten. Und das will ich jetzt tun. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ein Draft-Event oder sowas? Also, wie kann ich da beitreten? Wie geht das? Muss ich hier drauf? Meisterung ist da. Neue Store-Gegenstände sind da. Ich muss auch spielen gehen, oder? Event hier. Ah ja, Leg-Los. Ich schätze mal, dass es das hier. Was ist das? Ich glaube, es ist das hier, oder? Komm nach Mittelerde. Wähle Pakete. Ah ja, genau, das ist es. Okay, und dafür habe ich solche Steine bekommen. Und ich glaube, die brauche ich, um das zu machen. Jetzt muss ich hier eins wählen. Will ich den Aufmarsch der Orks, das Auenland oder Menschen? Da ich mir ja früher oder später ein. Ah. Zweimal kannst du eins von drei Paketen wählen. Jedes Paket enthält 20 Karten inklusive Länder. Okay, dann nehme ich mal den Aufmarsch. Einfach so. Zack. So. Oh, Sauron. Marsch. Ja, ich wähle Sauron. Ich wähle Sauron. Es schmeckt Sauron. Ich nehme Sauron. Schwarz. Okay, und was passiert jetzt? Aufmarsch Saurons. Okay, was habe ich denn hier für Karten? Okay, Gollums Folterung. Wir haben Geister Totensümpfe im Gollums Bus. Biss. Das ist gut. Gollum. Grobak von Minas Morgul. Marsch aus dem Schwarzen Tor, das ist eine super Karte. Ich habe einige Ork-Aufmarschkarten dabei, was gut ist. Oh, Crabbane ist sowieso die beste Karte. Ich habe den Hexenkönig von Angmar. Okay. Und jetzt muss ich einfach spielen. Also ist doch kein Draft, so wie ich gedacht habe. Spiele weiter, bis das Event endet. Also mache ich mal Spiele. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich bin neu. Ich versuche einfach hier klarzukommen. Und es geht los. Ich habe ein bisschen Magic jetzt gespielt auf der App, um einfach alles freizuschalten. Und ja. Okay, ich habe nur zwei Länder. Aber komm, ich nehme es einfach mal die Hand. Und hoffe auf das Beste. Mulligan ist immer so schwierig. Wenn ich jetzt meine Hand aufgebe, habe ich das Problem, dass ich dann eine Karte weniger habe und ich mag die Karten eigentlich. Ich behalte einfach. Okay, als erstes spiele ich einen Sumpf. Ist ja klar. Okay, er hat Hobbits gewählt. Oh, ich kann Gollums Biss machen. Dann mache ich das doch gleich. Zack. Dann ist der weg. So. Der kommt getappt ins Spiel, aber das mag ich nicht. Ich will die Insel. Und ich will eine Karte ziehen. Und habe Ork Aufmarsch. Sehr gut. Okay. Als nächstes spiele ich das Schwarze Tor und kann angreifen. Und dann habe ich wieder Ork Aufmarsch. Oh, shit. Okay, ich spiele die Insel. Oh, ich kann die Crabbane machen. Dann mache ich die Crabbane erst. Oder? Erst die Crabbane. Ja, ich mache erst die Crabbane. Da habe ich nochmal Ork Aufmarsch 2. Dann habe ich super starke Orks. Und ich greife an. Entweder tut er jetzt blocken oder nicht. Okay. Ja, gut. Ich habe auch den Schatz beansprucht. Also ich habe Möglichkeiten.
Ich habe Möglichkeiten, alles hinzubekommen. Ich bin mir noch nicht so richtig sicher, ob das alles so war. Wobei, ich kann Isengards Verrat gleich wieder machen. Dann habe ich wieder Ork auf Marsch 2. Und ich krieg wieder die Musterung im Mordor, womit ich dann auch wieder Ork auf Marsch habe. Ich blocke nicht. Greif mich ruhig an. Nice, okay. Eine Kreatur weiterhält. Und zerstört Ork auf Marsch 1. Okay. Nein, ich möchte definitiv erstmal das Triste Gewässer spielen. Und dann mache ich doch hier Isengards Verrat. Oder ich mache... Warte mal, wenn ich das Tor jetzt spiele, habe ich Ork auf Marsch... Habe ich sowieso Ork auf Marsch 1. Wenn die angreifen, habe ich nochmal Ork auf Marsch 1. Also habe ich Ork auf Marsch 2. Aber hier kriege ich dafür die Karte wieder, was mir ein bisschen mehr bringt. Die bleibt aber dauerhaft. Ha. Ich glaube, ich mache den hier. Und ich will... Oh. Ich nehme die hier auf die Hand. Ork auf Marsch 2. Und ich mache jetzt gleich mal 6 Schaden. Was echt gut ist. Sobald es durchgeht. Okay, es geht nicht durch. Schlau gemacht, schlau gemacht. Oh krass, jetzt hat der Ork auf Marsch 1. Na toll. Okay, krass. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber gut. Wir sind ja hier, um zu lernen. Wir sind ja hier, um zu lernen. Deswegen hat er die ganze Zeit. Okay, okay. Mhm. Verstehe ich. Okay. Ich muss überlegen. Also ich habe... Ich spiele als nächstes das Tor, glaube ich. Aber jetzt hat er 3-3. Das ist natürlich auch kacke. Aber Peregrin Tuck, der gefällt mir gar nicht. Das ist meine Insel. Peregrin Tuck, falls einer mehr und Kontrolle, ich wünsche stattdessen jene Spielstellen plus zusätzlichen. Ja, der gefällt mir gar nicht. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5. 2 schwarze. Das ist nicht gut. Ich würde echt gern die Kreatur zerstören, aber ich schätze, mein schwarzes Tor bringt mir jetzt mehr. Wobei, zerstören die Kreatur. Und das Schlimmste, was der Boy hat, ist Peregrin Tuck. Oh, meine Crit Bane habe ich gerade zum Ringträger gemacht. Ja, das ist ja doof. Egal. Das war ja doof von mir. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Als nächstes mache ich aber Marsch aus dem schwarzen Tor. Glaube ich. So. Ich bräuchte noch ein schwarzes Land, dann könnte ich mehr machen. Dann könnte ich viel mehr machen. Hm. Oh krass. Das ist natürlich auch doof. 3-3. Will ich das blocken? Komm, nein, ich lasse ihn nicht. Noch ein Insel, das ist ja doof. Okay, ich mache jetzt das schwarze Tor. Boom. Jetzt habe ich Ork auf Marsch auf jeden Fall. Und dann aktiviere ich noch die hier. Und der Ring führt mich in Versuchung, was gut ist. Dann lasse ich das bei der Crabane. Wobei. Oh. Oh. Oh, oh, oh. Ich nehme Teil 2. Danke. Lasse ich das bei Crabane. Wir haben jetzt 2. Aha. Ich lasse die Crabane da. Als Ringträger. Dann lasse ich alle angreifen. Ja.
Und... Aber ich bin noch dran. Erzeuge ein Mana mit dem Farbe, gibt es Mana nur aus, um spontan oder eine Hexerei zu wirken. Achso, ich muss die Karte abwerfen. Boah. Diese Sonnenkostbäume wirken drei weniger als die Chance, wie viel zu stellen. Kreatur der Mana, ihr beherrscht wohl die zwei Lebensmittel. Ich mach die weg. Ach, ich hätte die wegmachen. Ach, ja. Ich brauche meinen Sumpf auf jeden Fall. Vielleicht habe ich jetzt auch ein bisschen missplayed. Der hat jetzt 5, 6 Schaden kann er machen. Als nächstes mache ich auf jeden Fall die Ork-Medizin auf meine Ork-Armee, damit ich wieder geheilt werde. Und ich kann nicht blocken. Das ist sehr schade. Das tut weh. Aber ich kann die Wurfmaschine aus Mordor gleich machen. Oh, shoot. Ich nehme Kontrolle über bis zu eine Kanone mit niedriger Stellung, die Waldorf-Fazilität kontrollieren. Bitte ring dich in Versuchung. Das ist natürlich doof. Das ist sehr, sehr doof. So. Ja. Das ist richtig doof. Der spielt den hier. Ich mache das. Lebensverknüpfung. So, ihr Mann haben wir die Folge, das ist mein Spartan oder ein Hexerei zu wirken. Ja. Alle greifen an. Auf jeden Fall wurde ich jetzt geheilt. Was mir... 1, 2... Ich mach ein... Nee. Krieg nichts. Ah, ich glaube, ich habe missplayed. Boah, Alter, da zieht einfach drei Karten. Das ist natürlich heftig. Aber ich kann auf jeden Fall einen blocken. Einen kann ich blocken. Das heißt, ich überlebe noch die Runde. Diese Runde überlebe ich noch. Kommt halt drauf an, was passiert. Okay. Nice! Okay, okay, was macht die? Gib es zu zwei Kreaturen deine Wahl auf die Hand ihrer Besitzer zurück, hält sich eins. Der Ring für dich in Versuch. Yes! Oh mein Gott, dafür gibt es noch ein schwarzes Mana, ist mir egal. Ich mache das hier. Auf die Hand zurück geht meine Crebane. Und auf die Hand zurück geht der Hund. Zack. Unten. Und der Ring fällt mir in Versuchung. Ich nehme meinen Ork-Armee. Ich spiele noch eine Dunland Crebane. Ich habe noch mehr Ork aufmacht. Und jetzt kann ich angreifen. Let's go. Ich darf eine Karte ziehen, muss eine abwerfen. Let's go. Nice. Ah, okay. Jetzt muss er was machen. Was krasses. Sonst hat er verloren. Sonst hat er verloren. Yes, erstes Match läuft bei mir. Habe ich doch richtig gespielt. Meine Güte. Krass. Okay, was auf Trampelschaden. Okay, mhm. Ja, okay, er kriegt im nächsten Spielzug 3 Schaden, wenn er meine Crebane nicht rausnimmt. Also es ist eh gelaufen. Oh, wie oft wurde er? Nur 2-mal. Okay, dann kann ich den blocken. Das ist kein Problem. Dann ist es kein Problem. Sieht schon mal gut aus für mich. Ja, ich blocke mit dem. Ein Block. Es ist eh gelaufen. Ein bisschen Kuchen essen. Nice. Shoot. Ah, okay. Cool. Hexenkönig von Anma. Ich spiele erstmal das. Jetzt habe ich Angst. Was macht der denn? Ah, er gibt auf. Okay. Wuhu! Ich habe gewonnen! Nice!
Mein erstes, keine Ahnung, was das ist, aber geil! Ich habe gewonnen. Nice. Also habe ich wohl alles richtig gemacht. Wie gesagt, ich bin neu Magic. Ich gebe mir echt viel Mühe. Wow, yeah, ich krieg Belohnung. Nehmen. Und was ist es? Die lange Liste der Ends. Okay, krass. Nice. Muss ich jetzt weiterspielen?